Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, im heutigen Video testen wir das neue geheime Spiel von Supercell als den Entwicklern von Brawl Stars. Ja, falls es mir gefallen sollte, lasst euch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Ja, aber dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum, gehen wir direkt drüber in das neue Supercell-Spiel. Okay, meine Freunde, hier könnt ihr auf jeden Fall auch schon das Spiel sehen. Es trägt auf jeden Fall den Namen Everdale. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir drücken jetzt einfach mal drauf und schauen mal, was da passiert. Ja. Ich habe das tatsächlich auch noch gar nicht gespielt, deswegen weiß ich wirklich nicht, was uns hier erwartet. Okay. Oh lol, das ist ein Hochkantformat oder was? Okay, es lädt auf jeden Fall. War der Loading. Boah, bitte lass es Landscape sein, Mann. Oh nein, nicht Portrait. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal die Terms of Service akzeptieren. Das machen wir natürlich. Okay. Ich möchte mal keine Mitteilungen haben. Und es geht los. Und nein, das ist wirklich im Portrait-Mode. Okay, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen bearbeitet. Ich hoffe mal, das sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Okay. Now you can upgrade or study and access more advanced buildings and items. Okay, dann drücken wir mal drauf, meine Freunde. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Okay, wir können auf jeden Fall ein neues Gebäude bauen. So, let's go. Schauen wir uns mal das Gebäude an. Hier für 100. Und das müssen wir jetzt einfach irgendwo hinstellen, oder was? Oh Junge, ich kapiere das Spielprinzip bis jetzt noch gar nicht. Komm, wir stellen es einfach mal hier unten hin, meine Freunde, okay. Und dann kaufen wir das mal noch. Lol, man muss das einfach kaufen. Okay, jetzt muss ich da auf jeden Fall Holz holen, oder was? Nee, was muss ich machen? Ich kapiere es nicht, lol. Okay, ich muss den Bilder auswählen, oder? Und da muss ich... Hä? Lol, hä? Wie kann ich das Gebäude jetzt bauen? Ah, man muss da wirklich eine Bilder auswählen. Okay, let's go. Boah, das ist ja übelst aufwendig. Lol, man muss da einfach sein Bilder selber auswählen. Boah, in anderen Supercell-Spielen geht das mal automatisch. Okay, was macht der Bilder jetzt da drüben? Ah, er holt da Holz von dem Holzlager. Okay. Und dann baut er da auf jeden Fall gleich die Hütte. Das geht sogar ganz schön schnell. Boah, ich hätte gedacht, das dauert länger. Aber chill ich auf jeden Fall, meine Freunde. Da haben wir jetzt hier eine neue Hütte. Und es ist ein Geschenk, lol. Genauso wie bei Heyday. Okay, let's go. Drücken wir mal drauf. Und wir können jemanden aussuchen, den wir nehmen. Oh, wen sollen wir nehmen, meine Freunde? Den Foster, Camilla oder Ilia? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fragen mal Siri. Ey, Siri, gib mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Ah, das ist auf jeden Fall 2. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall Camilla nehmen, meine Freunde. Let's go! Wir choosen auf jeden Fall Camilla. Und da haben wir auf jeden Fall Francis, der Librarian. Also Francis, der, ja, Büchereibesitzer. Oh je, ich lese mir das auf jeden Fall mal nicht durch. Und dann können wir hier schon das nächste Item bauen. Boah, das ist ja riesig. Okay, dann bauen wir es mal da hinten hin. Let's go! So müssen wir hier wieder jemanden auswählen. Ich würde sagen, da darf gleich mal hier Camilla auf jeden Fall arbeiten. Die haben wir jetzt nicht ohne Grund hier gebaut, lol. Okay, Das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das Game erinnert mich ein bisschen tatsächlich an Heyday so. Man muss hier auch auf jeden Fall, ja, ein friedliches Dorf bauen. Das steht auf jeden Fall auch in der Spielbeschreibung, dass es hier auf jeden Fall, ja, ein friedliches Dorf sein soll. Und dann auch mit den Geschenken und so. Ja, es hat auch ein paar Elemente von Boom Beach, wie dem Holzlager und so. Aber gut, was haben wir jetzt hier auf jeden Fall gebaut? Ah, wir haben hier was zum Studying gebaut. Haben wir da jetzt eine Bücherei gebaut oder was? Hä, und wie geht das Spiel jetzt weiter? Ah, ready to start research. An upgrade is available. Dann würde ich sagen, craden wir das hier mal ab. Ah, lol, okay, wir können das auf jeden Fall upgraden. Dann müssen wir hier wieder jemanden zum Bauen aussuchen. Oh, boah, Leute. Ich weiß schon, wie das Spiel wieder enden wird. Ich glaube mal, das könnte ein bisschen lang dauern, bis man hier auf jeden Fall max ist, meine Freunde. Und ich habe kein Holz mehr. Wie bekomme ich denn jetzt Holz, meine Freunde? Kann ich einfach das abbauen? Wenn ich das abbaue, glaubt ihr, ich bekomme dann Holz? Lass es mal abbauen, meine Freunde. Bitte, ich hoffe mal, dass das funktioniert, dass man so einfach Holz bekommt und dass man nicht hier erst ein anderes Dorf angreifen muss. Aber gut, es soll ja auf jeden Fall peaceful sein. Deswegen denke ich nicht, dass man hier das Holz auf jeden Fall von jemandem klauen muss. Ah, nice. Und mein Upgrade ist jetzt fertig. Dann können wir da auf jeden Fall drauf drücken. Und let's go. Wir haben das erste Upgrade auch geschafft, meine Freunde. Nice. Und jetzt müssen wir Research betreiben. Dann machen wir das mal. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall der Valley. Okay. Und, oh Gott, das sind Levels oder was? Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendwas gefunden. Dann machen wir hier mal Start Research.
dann darf ja Carolina auf jeden Fall mal ein bisschen hier researchen. Okay. Ich glaube, meine Freunde, man muss da auf jeden Fall researchen, damit man rausfindet, wie man Upgrades macht oder so. Boah, ist auf jeden Fall ganz schön kompliziert, das Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Was haben wir eigentlich da oben in der Ecke? Da ist irgendwas mit 2, da müssen wir mal drauf drücken. Ah, da kann man so ein eigenes Badge auswählen. Lol, wir haben hier so eine Blume. Was sieht denn cool aus, meine Freunde? Wir brauchen irgendwas Cooles. Na komm, wir nehmen mal das Kleeblatt und wir können hier unten auch noch was aussuchen. Ja, ich würde sagen, wir picken hier mal gar keins. Und dann können wir unten... Nein, wir können keine Farbe aussuchen. Was? Oh Mann, wir dürfen keine Farbe aussuchen. Lol. Und unser Research ist fertig. Dann können wir da auf der drauf drücken. Und dann haben wir hier auf jeden Fall ein Level Up für den Wood Storage freigeschalten. Ich denke mal, das müssen wir jetzt wahrscheinlich noch bauen hier. Ja gut, dann bauen wir das ja auch noch. Boah, okay. Dann darfst du auch noch bauen hier, Carolina. Und dann haben wir jetzt Upgrade hier auf jeden Fall auch geschafft. Let's go! Und wir haben hier Level 3 erreicht. Nice, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall cool. Und wir können hier eine Kiste aufmachen. Nice. Dann haben wir hier 10 Edelsteine bekommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 5 Gems. Nice. Okay, und dann müssen wir jetzt weiter lernen, oder was? Ne, wir können hier auch ein Upgrade machen, aber da fehlen uns irgendwie die Münzen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach was freischalten hier. Okay, Start Research. Dann gehen wir mal wieder hier ein bisschen researchen. Und dann haben wir auch das wieder geschafft, meine Freunde. Jetzt haben wir hier das nächste Gebäude freigeschalten. Nice. Okay, dann müssen wir es auf jeden Fall hier sofort mal bauen, meine Freunde. Die Frage ist jetzt, wo das geht. Ah, hier drüben. Also wir haben kein neues Gebäude freigeschaltet, sondern wir können hier nur ein Upgrade machen. Dann würde ich sagen, graden wir das hier auch nochmal ab. Dann müssen wir hier wieder einen Villager auswählen. Und da, meine Freunde, warten wir wieder kurz. Oh je, meine Freunde, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein kleines Problem. Der eine Villager kann hier nicht weiterbauen, weil er nicht genügend Holz hat. Und den anderen Villager, den ich hier geschickt habe, um Holz abzubauen, der ist einfach zu hungrig zum Arbeiten. Was? Und das Problem ist, wir graden ja gerade die Suppenkitchen ab. Wie können wir jetzt da quasi, ja, Suppen bekommen? Ich glaube mal, meine Freunde, wir müssen hier leider das Upgrade abbrechen. Junge, RIP! Und wie breche ich das Upgrade ab, meine Freunde? Hier, keine Ahnung. Okay, hier kann man das abbrechen. Oh Mann, ey, wieso ist die einfach zu hungrig? Oder müssen wir hier jetzt mal hier ein bisschen Kürbisse ernten gehen? Okay, geh mal ein bisschen ernten hier. Let's go. Boah, hoffentlich können wir dann gleich Suppe kochen, damit der andere Villager hier auf jeden Fall weiterarbeiten kann. Damit wir dann quasi gleich noch das Gebäude upgraden können und so das Tutorial beenden können. Okay Leute, dann würde ich sagen, dann schließen wir hier noch dieses Upgrade ab. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, soll das dann auch schon das letzte für heute gewesen sein. Okay meine Freunde, dann haben wir hier auf jeden Fall das Upgrade auch noch geschafft. Dann haben wir hier die Kitchen auch noch auf Stufe 2. Okay, meine Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es das auch schon für heute gewesen sein. Was haltet ihr von Everday? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, das Spiel ist auf jeden Fall relativ gut, wenn man sich ein bisschen die Zeit vertreiben soll. Ist auf jeden Fall kein Game, was man richtig, richtig hart suchten kann, wie zum Beispiel Clash Royale und Brawl Stars. Aber ich finde es trotzdem nice auf jeden Fall. Ja, falls es mir gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, spielt so viel Brawl Stars, haut rein und bis morgen, meine Freunde.